klar, es ist mein Beruf, mit dem Hoppe zu arbeiten. Hoppe ist mein Material, mit Hoppe muss ich hantieren, mit Hoppe muss ich leben. Aber kennen? Ich weiß nicht. Ich bin manchmal selber erstaunt, wenn ich so einige Rollen von mir sehe, was da so alles rauskommt. Geboren bin ich in Elrich, 30er Jahre. Krieg war aus. Ich musste arbeiten. Wir mussten oft alle auf die Felder, mussten Rüben ernten und Kartoffeln hacken und so. Und da gab es keine Kutsche. Und da habe ich in der Domäne, wie die es ruft, bei Elrich im Südharz, habe ich dann eben als Kutscher gearbeitet mit 15 Jahren. Dann bin ich Bäcker geworden, weil meine Mutter und meine Großmütter Hunger hatten. Und dann bin ich immer so rumgeschlichen und da habe ich so ein Gasthaus gesehen in Elrich, wo junge Menschen sich zusammenfanden und tanzten. Und das war die Antifa-Jugend, die dann die FDJ wurde. Und da habe ich gern Witze erzählt und habe gesungen. Und die anderen haben auch gesungen, besser gesungen, Gitarre gespielt. Und da bin ich dazugekommen zu dieser Gruppe. Und daraus wurde eben der Schauspieler. Man hat mir dann eingeredet, dass ich schauspielen könnte. Und nun sehen Sie das, was draus geworden ist.